habe ein Bogen geschossen und gerade einen Biss gehabt. Und da ist er. Ich kann nicht mehr werden, wenn ich die Leiter anlegen. Ja, ist gut. Jan und ich sind fröhlich am Paddeln. Ich habe etwa 4 Meter Schnur am Ende Paddelbefestigung hier. Und ja, dadurch, dass ich das Paddel immer führe und hinter, gibt es eine kleine Pause. Und dadurch fangen wir jetzt mit Fisch. Ja, Jan und ich heute Oldschool-Fischen-Methode. Leinen am Paddel. Und was ist passiert? Die erste Fang vom Tag, ein Handleinen-Egli. Hey, wie schlecht, Mann! Boah, was für ein genialer Schuss! Scheint es noch hier abzugehen im Fall. Das ist aber nicht schlecht. Kannst du noch die Unterwasserkamera nehmen? Ja. Nein! Hey, in den Köder, bitte! Ruhe! Ah, verdammt, ich komme! Hält mich! Hält mich! Verdammt! Ui, Jungs! Wo ist Diana? Ja, jetzt ist er weg. Oh! Hui! Was für ein Glück! So, es ist jetzt schon Mittag, ich bin schon wach, Arsene wie immer noch am Schlafen.
Und wir wollen jetzt eigentlich fischen. Das Wetter wird wieder schöner und wir hoffen, dass wir ein paar grosse Hechte oder grosse Jägli fangen und auch der eine oder andere Zander. Ich muss ihn zuerst noch wecken, der ist wahrscheinlich immer noch im Tiefschlaf, träumt von seinen Fischen, die er nicht gefangen wird. Und ja, jetzt wird er geweckt. Zeit. Mittag 12, 11. Ja, du Hund, was weckst du mich einfach? Gehen wir mal fischen. Ja. Gute Sache. Der ist aber sehr gross. Etwa 40. Wie die anderen. Die wir gefangen haben. Oh, geil. Oh. Ui, ui, ui. Zweite grosse Jägli heute. Das Teil ist geil. Ciao, Bro. Geil, oh, Mann! Gerade noch mal einen. Oh nein, kleine Hecht. Jetzt kannst du den Dings finden, Hecht. Hey, Gott verdammt hier! Ah, jetzt bin ich noch nass, Mann! Also, ich habe einen Hänger geschossen. Und da ich nicht so eine Pussy bin wie der Jan, kann ich meinen Hänger jetzt lösen. Also wie man sieht, sind wir hier beim Schilf und wir schiessen eigentlich unsere Köder ins Schilf hineinschiessen und dann sollte eigentlich, gerade wenn der Köder auftaucht, 2-3 Sekunden später der Biss kommt von einem Hecht offen. Das ist auch etwas Grösseres dabei. Star sind, das ist mit einem Löffel, der so spezielle 2 Haken hat, damit man weniger Hänger hat und ich eben mit einem Spinnerbait das
so sollen wir eigentlich auch keine Hänger haben. Hast du die Attacke gesehen und der ist aus dem Wasser gepumpt? Oh, das könnte etwas grösser sein. Ach du! Achtung, ich mache auch gerade den Löffel her. Oh, da spürst du richtig die Kraft, Mann. Zack. Also, was man auch machen kann, wenn man beim Schilf fischt, man schiesst den Köder extra ins Schilf rein, dass er sich dort verhängt. Nachher tun wir ein bisschen züpfeln, dann raschelt es und dann geht der Köder ins Wasser. Und dann kommen auch noch recht häufig Biss, weil der Fisch denkt, dass irgend sich etwas im Schilf verfangen hat und dann ins Wasser reingeht, etwas, was sie essen können. Edelkreuzschuss. Ja, jetzt. Ja. Wann kann man das? Egal, da. Mach gut. Ja, ein Mini-Egli. Hättest du mich verarschen? Nein, ich fresse. Ah, oh, eine schöne Färbung. Nummer 1. Ja, ja. Ah, oh, ich fresse. Ich kann mich schön auf die Kamera reinschauen, wo ich an den Eier kann. Ach, kicken euch doch einmal! Fisch Nummer 3. Ich kann es gar nicht hören. Gut. Yeah.